Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du den Eindruck, den dein Lehrer bereits von dir hat, nochmal wirklich komplett veränderst, sodass du dich dann vollkommen neu bei ihm beweisen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie ihr es schafft, euch wirklich bei einem Lehrer, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, boah, der kennt mich noch von vor 4 Jahren, oder ihr hattet den letztes Jahr beispielsweise schon in der ersten, im ersten Jahr der Oberstufe, und der hat einen schlechten Eindruck von euch gehabt. Entweder weil ihr vor 4 Jahren irgendwie noch eine ganz andere Person wart, oder weil ihr euch letztes Jahr nicht angestrengt habt und ihr jetzt wirklich Gas geben wollt, oder was auch immer es ist. Es kann immer sein, dass der Lehrer vielleicht schon einen Eindruck von euch hat, der zum einen vielleicht nicht mehr aktuell ist, oder den ihr zumindest nicht mehr haben wollt, weil ihr euch jetzt eben wirklich signifikant verändern wollt. Und wie ihr das schafft, das besprechen wir jetzt eben. Das Allerwichtigste, was für euch dabei im ersten Punkt entscheidend ist, ist, dass ihr euch bewusst macht, dass das möglich ist. Ja, ich habe viel auf dem Kanal auch schon über den ersten Eindruck gesprochen. Der ist entscheidend. Ja, und der macht auch, hat auch einen großen Faktor. Aber nur weil der erste Eindruck so wichtig ist, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist, den Eindruck im Nachhinein auch wieder zu verändern. Ja, deswegen unbedingt seid euch bewusst, dass es möglich ist. Ja, wenn ihr die ganze Zeit denkt, oh, das geht ja überhaupt nicht, und der hat mich eh schon auf dem Kicker und da komme ich nicht mehr raus und ich kann mich anstrengen, so viel ich will, ich werde eh keine guten Noten mehr schreiben, dann wird es auch so sein, weil du dir in deinem Kopf überhaupt nicht die Möglichkeit öffnest, dass es sich verändern könnte. Ja, deswegen, das ist der erste Punkt mal ganz wichtig. Dann, wenn du sagst, du möchtest das Ganze verändern, dann mach unbedingt den folgenden Ablauf. Und zwar musst du dir am allererstes Mal klar werden, was möchtest du wirklich verändern. Und du musst als allererstes von dir selbst überzeugt sein. Weil in den nächsten Schritten werde ich dir dann erklären, wie du es wirklich schaffst, deinen Lehrer wirklich von Grund auf komplett wieder zu überzeugen, dass du es schaffst, was auch immer, dich jetzt mehr zu melden, die Hausaufgaben ordentlich zu machen, sehr gute Noten zu schreiben, was auch immer dein Thema ist, ja. Nur musst du dafür unbedingt, bevor du das machen kannst, von dir selbst vollkommen überzeugt sein. Es ist okay, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du das wirklich schaffst. Es ist okay, wenn du dir denkst, boah, das wird eine richtig große Sache. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das hat jeder, wenn er eine Veränderung eingeht. Aber du musst von dir selbst wirklich sicher wissen, dass du diese Veränderung gehen möchtest. Weil wenn du es dir selbst nicht glaubst, wie soll es dir irgendjemand anders glauben? Ja, deswegen klär erstmal für dich ab, nicht nur, dass du es wirklich verändern möchtest, sondern auch, was du konkret verändern möchtest. Es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich will jetzt immer meine Hausaufgaben ordentlich machen, oder ich will in jede Unterrichtsstunde kommen, oder ich will in jede Unterrichtsstunde pünktlich kommen, ich will ab jetzt nur noch oder mindestens 12 Punkte schreiben, was auch immer es ist. Ja? Du musst für dich ganz klar haben, erstens, was möchtest du verändern, und dann zweitens eben auch klar haben, dass du es verändern möchtest. Wenn du das hast, können wir eben zum nächsten Schritt weitergehen. Der bedeutet dann, dass du unbedingt ein Gespräch mit deinem Lehrer aufsuchst. Und ich weiß, dass es manche Lehrer gibt, oder die meisten sind eigentlich relativ aufgeschlossen für ein Gespräch. Es gibt aber auch immer wieder spezielle Kandidaten, die das vielleicht nicht so zulassen. Da wird auch mal noch ein Video dazu kommen. Findet ihr, glaube ich, auch so ein ähnliches hier auch schon auf dem Kanal. Aber wie auch immer ihr es schafft, in ein Gespräch zu gehen, unbedingt. Das muss nicht mal lang gehen. Ja, ihr müsst einfach nur einmal kurz mit dem Lehrer sprechen. Und dabei muss der Lehrer auch gar nicht viel sagen, sondern was du einfach sagst ist, hören Sie zu, ich nehme an, Sie kennen mich so und so aus der Vergangenheit. Gegebenenfalls könnt ihr an der Stelle auch den Lehrer fragen, hey, welches Bild haben Sie denn bisher von mir? Welches Bild hatten Sie letztes Jahr von mir? Welches Bild haben Sie noch von vor 4 Jahren von mir? Und dann sagt der Lehrer ja, was sein Bild von euch ist. Ja, und das kann ja vielleicht auch viel positiver ausfallen, als ihr dachtet. Vielleicht gab es vor 4 Jahren irgendeinen Zwischenfall, wo ihr dachtet, oh mein Gott, seitdem denkt ihr die ganze Zeit über mich nach. Und er hat das schon längst wieder vergessen. Ja, das heißt, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ihr dachtet. Aber wie auch immer dem sei, ihr habt dann eine Einschätzung vom Lehrer. Und ihr könnt dann zum Beispiel, wenn der Lehrer wirklich sagt, hey, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du kommst einfach immer zu spät oder du strengst dich nicht richtig an oder wie auch immer, kannst du sagen, ja, das war auch wirklich so. Ja, das heißt, du musst dem Eindruck, den der Lehrer hatte, zustimmen. Wenn er nicht richtig war, kannst du dich auch sagen, es war eigentlich so und so. Aber am besten fahrt ihr eigentlich, indem ihr einfach zustimmt, ja, dass der Lehrer nicht das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwie einen falschen Eindruck gehabt oder irgendwie, der will mir jetzt irgendwie sagen, dass ich ihn irgendwie in der Vergangenheit unfair behandelt habe, weil darum geht es auch gar nicht mehr. Ja, sondern das Wichtige ist wirklich, dass ihr beide, sowohl der Lehrer als auch du, euch einmal darauf einigt, wie war es in der Vergangenheit, ja, und dass du dann sagst, genau das möchte ich ab jetzt komplett verändern. Und bei vielen Lehrern reicht das schon, ja, wenn ihr sie auch um Hilfe betet und sagt, hey, ich will einfach nicht mehr zu spät kommen, ich will nicht mehr so unordentlich sein, ich will jetzt bessere Noten schreiben, würden sie mich dabei unterstützen? Ja, mindestens die Hälfte der Lehrer geht da total positiv auf euch zu und unterstützt euch auch und ist auch offen für eure, ja, für eure Veränderung. Ja. Gleichzeitig gibt es aber genauso viele Lehrer, die dann vielleicht sagen, naja,
ja, mach mal oder glaube ich dir nicht so richtig und so weiter. Und auch das ist alles vollkommen in Ordnung. Ja, das heißt, sei da dann nicht beleidigt auf dem Lehrer im Sinne von, boah, wie kann er oder wie kann sie sich denn nicht vorstellen, dass ich mich verändern kann, der ist so festgefahren auf seine Meinung oder wie auch immer. Darum geht es gar nicht. Ja, darum geht es gar nicht. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass du einmal weißt, was der Lehrer von dir denkt, ihr euch auf eine gewisse Wahrnehmung aus der Vergangenheit einigt. Und dann, wenn du einen Lehrer hast, der da zum Beispiel nicht sofort aufgeschlossen ist, der nicht sofort sagt, ah ja, klar, schaffst du bestimmt, komm, ich unterstütze dich vielleicht sogar, sondern der dem Ganzen eher kritisch gegenübersteht. Ja, vor allem auch, wenn der Lehrer sagt, hey, nee, glaube ich dir nicht. Dann macht einfach einen ganz entscheidenden Schritt und der sorgt auch dafür, dass ihr unabhängig davon seid, was der Lehrer davon hält. Ja, und zwar sagt ihr einfach, ich werde es ihnen trotzdem beweisen. Ja, was dieser Satz auslöst, ist erstens mal, der Lehrer, ob er euch mag oder nicht, hat euch vollkommen im Auge. Ob er es möchte oder nicht. Stell dir vor, jemand sagt so einen Satz zu dir. Selbst wenn du dich nicht mal dafür interessierst, du kannst, es ist für dich nicht möglich, nicht darauf zu achten. Weil, und da merkt ihr auch, warum es wichtig ist, dass ihr selbst davon überzeugt seid. Wenn du jemand sagst, ganz ehrlich, es ist okay, wenn du daran zweifelst, es ist okay, wenn du denkst, ich schaffe das nicht oder wie auch immer, aber ich werde es ihnen trotzdem beweisen. Und mit Beweisen auch ganz wichtig, geht dann niemals in so einen konfrontativen Vibe im Sinne von, oh, sie haben gar keine Ahnung, ich bin viel besser, als sie dachten und ich kann mich verändern. Und niemals gegen den Lehrer. Ja, damit gewinnt ihr nie irgendwas. Sondern, ist vollkommen in Ordnung, ich würde auch an mir zweifeln. Ja, sagen, sowas kannst du zum Beispiel auch sagen. Ich würde an ihrer Stelle auch an mir zweifeln. Ist ja auch vollkommen normal, wenn ein Schüler ein Jahr lang, das ganze 11. oder die ganze 12. Klasse durch, je nachdem, ob ihr G9 oder G8 habt, komplett durchgehend einfach nicht da war oder komplett zu spät oder die ganze Zeit, warum soll der Lehrer auf einmal denken, dass du dich wirklich veränderst? Und deswegen sagst du, okay, ich kann es vollkommen nachvollziehen, aber achten Sie einfach nur auf mich, ich werde es Ihnen wirklich zeigen, so, weil ich will das wirklich verändern. Das heißt nicht beweisen von, oh, ich zeige Ihnen, dass ich recht hatte, sondern ich werde es einfach trotzdem machen und es ist in Ordnung, wenn Sie im ersten Moment an mir zweifeln, aber ich werde es Ihnen trotzdem einfach zeigen, dass ich das kann und dann habt ihr die einzige Sache, die ihr wirklich braucht. Und zwar die Aufmerksamkeit des Lehrers. Der Lehrer wird in den nächsten Stunden darauf achten, was machst du? Der wird das auch über Wochen beobachten. Und dann ist eben das Entscheidende. Ja, ihr müsst dann in einem Gespräch, müsst ihr nicht noch mehr erreichen, als einfach nur, dass der Lehrer den Fokus auf deinen möglichen Veränderungsprozess hat. Und wenn du das hast, ja, dann gilt es einfach, dass du auch genau das, was du gesagt hast, umsetzt. Deswegen ist im ersten Schritt eben auch so wichtig, dass du weißt, was will ich verändern und dass du es verändern möchtest. Und dann ziehst du das durch. Und wenn du es durchziehst, wird der Lehrer es mitbekommen. Er wird es garantiert mitbekommen und das ist alles, was du brauchst. Ja? Und dann sieht er das, er merkt, wow, die verändert sich wirklich, das kann ihm gefallen, das kann ihm nicht gefallen, aber der Eindruck von dir wird sich komplett verändern und das wird sich dann eben dementsprechend auch in den Noten widerspiegeln. Und ihr könnt dann eben auch, egal was in der Vergangenheit war, das Ganze wieder komplett aushebeln, eigentlich ein komplett neuer Mensch sein, solange ihr es dann eben auch wirklich so durchzieht. Und dazu gibt es ja genug Videos hier auf dem Kanal. Und vor allem auch, wenn ihr merkt, ihr habt dann richtig heftigen Brocken oder ihr habt irgendwie das Gefühl, boah, da jetzt richtig durchzuziehen, das wird echt nicht easy, dann kommt sehr, sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching. Da besprechen wir genau solche Themen. Sei es Lehrer, sei es, wie ziehe ich mehr durch, sei es, wie lerne ich besser. All diese Themen besprechen wir bei uns im Traumabitur-Coaching. Da könnt ihr euch einfach im ersten Kommentar, den ich unten angepinnt habe, könnt ihr euch einfach bewerben. Ja, geht einfach auf den Link leoeckel.de oder eben auch in der YouTube-Beschreibung. Bewerbt euch. Die Bewerbung ist vollkommen kostenlos, vollkommen unverbindlich. Einfach nur mein Team und ich wird einfach mal mit euch darüber sprechen, ja, was gerade so eure Situation, was ist so das, was ihr gerade braucht, auch bezüglich Preisen, bezüglich wie lange geht das, wie findet das statt und so weiter. All diese Sachen machen wir im Bewerbungsprozess. Ja, das heißt, bewerbt euch erstmal, da habt ihr euch nicht zu nichts verpflichtet, ihr müsst für die Bewerbung überhaupt nichts zahlen, ja, sondern ihr bewerbt euch einfach nur und dann sprecht mein Team und ich eben mit euch darüber, wie wir euch exakt helfen können. Und genau, deswegen bewerbt euch einfach auf leoeckel.de, einfach in der YouTube-Beschreibung oder eben im ersten Kommentar. Dann hören wir uns da, wir freuen uns auf euch und bis dahin denkt dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.